Howdy ho, meine Creepy-Fans, ich bin's, euer Raven der Creep. Da ich jetzt am letzten Freitag leider die Aufnahme verloren habe und so das Video nicht hochladen konnte, das fertige Video habe ich leider verloren. Muss ich jetzt leider heute aufnehmen, mit einem anderen Test diesmal. Daher kommt jetzt am Mittwoch ein Video hoch. So, und wir spielen heute ein bisschen mal Teste dich. Welche Figur aus einem Roman von Stephen King bist du? Starten wir mal. Okay. Was spricht dich bei einem guten Horrorroman am meisten an? Die Spannung und das gruselige Gefühl? Das Eintauchen in eine andere, in eine Welt und um? Die Parallelen zu meinen eigenen. Okay, das jetzt nicht. Ich bin hier gerade überlegen. Boah, das Eintauchen in andere Welten und Personen. Machen wir das mal. Welche Art von Kostüm trägst du am liebsten an Halloween? Ein richtig furchterregendes, etwas witziges, gar kein nichts. Ich muss mich nicht verkleiden. Ich würde sagen. Ja, etwas Gruseliges. Welche Farbe verbindest du am meisten mit Horror? Rot wie Blut, schwarz wie die Nacht, grau wie Nebel. Wie die Nacht. Wen fandest du als Kind so richtig gruselig? Großen Bild auf dem Märchen, seltsamen Lehrer oder verschobenen Nachbarn, meine Tante, die mich immer abknutschen wollte. Eigentlich gar nichts davon, aber sagen wir mal hier die Mitte, weil davor haben ja die meisten Angst. Okay. Du hörst seltsame Geräusche in den Wänden. Was denkst du spontan? Das sind bestimmt Mäuse oder Ratten. Hilfe, es spukt. Habe ich heute Morgen meine Tabletten genommen? Genau das mache ich. Hier über den Rücken und das da steht. Ein unheimliches Buch, ein blutiger Horrorfilm. Nichts ist so furchterregend wie das echte Leben. Das dritte nehme ich mal. Oh, ich hasse diese Werbung. Welchen Horrorfilm, der nicht auf einer Geschichte von Stephen King basiert, würdest du am liebsten anschauen? Poltergeist, Psycho, Psycho, Der Exorzist natürlich. Okay, jetzt wird's berechnet. Mal sehen, welche Figur ich bin. Warte, Leland Gaunt auch in einer kleinen Stadt. Ernsthaft? So ein kleiner Streich ist doch harmlos. Könnte man meinen. Insbesondere, wenn man sich eigentlich gut kennt. Du aber hast die kleinen Gemeinheiten des Alltags derart perfektioniert, dass du damit Tod und Zerstörung über eine ganze Stadt bringen kannst. Okay. Ja, ich kenne die Geschichte von Stephen King. Die ist ziemlich nice. Aber ich würde mich jetzt nicht mit ihm hier, also mit Leland Gaunt würde ich mich jetzt nicht vergleichen. Ich bin ja anders. Ich würde eher sagen, ich wäre wie. Wie ist der nochmal? Ich habe das Buch schon mal gelesen. Von Jack Nicholson gespielt. Genau, der Typ aus. Dazu könnte er echt mit so einer Angst. Oh, okay. Auf Facebook teilen? Oh, machen wir das mal. Ja, seid verlassen. So, das war's auch jetzt so mit dem kleinen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt mir einen Glück, Daumen nach auf, abonniert meinen Channel, um nichts mehr zu verpassen. Und das Video bitte teilen, damit es auch mehrere sehen. Okay, bis dann, ciao.